meine Lieben, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem neuen Video. Ich will mal heute ganz schnell und einfach einen Blechkuchen machen und ich will euch mit euch das teilen. Was brauchen wir alles dazu? Also zuerst 5 Eiweiß. Ich habe sie jetzt schon getrennt. 5 Eiweiß, 5 Eigelb, Päckchen Backpulver, Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm Zucker. Wenn es für jemanden zu viel ist, kann auch weniger nehmen, das ist jetzt Geschmackssache. Ein Päckchen Schlagsahne, 250 Gramm Butter oder auch Margarine, ungefähr 300 Gramm Mehl. Ich schaue nachher, ob ich vielleicht etwas mehr brauche. Das hängt immer ab von den Eiern und so weiter. Und ich habe jetzt hier 3 Dosen Mandarinen-Orange genommen. Also als allererst werde ich erstmal Teig mischen. Die Eiweiß werde ich erstmal steif schlagen und der Rest muss gemischt werden. Die Mandarinen kommen erst später dran zum Einsatz. So, als allererstes werde ich die Eier reintun, Eigelbe. Dann tue ich schon mal auf den Zucker rein. Wie gesagt, wenn es zu viel ist, kann ein bisschen weniger nehmen. Schlagsahne tue ich auch schon direkt rein. Ich mische jetzt mal erstmal ein bisschen das durch. Jetzt tue ich schon mal die Vanille rein. Das Backpulver tue ich direkt in das Mehl rein. Zusammen mischen. Jetzt werde ich das langsam untermischen. Der Teig ist jetzt soweit fertig. Der ist jetzt ungefähr 2 oder 3 Minuten habe ich ihn in der Maschine hier richtig schön geschlagen oder gemischt, wie auch immer. Jetzt hole ich ihn raus. Ich werde jetzt das Eiweiß schlagen. Also ich tue generell ein bisschen Salz rein, so ganz wenig, nur Prise. Erstmal auf niedriger Stufe und dann richtig schlagen, bis es fest ist. Ich glaube, das ist fertig. Hier, die Eigelbe sind richtig schön steif jetzt. Jetzt tue ich das einfach hier unter den Teig. Ich werde jetzt das Ganze hier einfach reintun und dann vorsichtig unterheben. Also wichtig, die Eiweiße extra schlagen, damit der Teig auch schön luftig ist. Jetzt versuche ich das vorsichtig so. Mein Teig ist jetzt soweit fertig, so ungefähr muss er sein. Jetzt werde ich es aufs Blech verteilen und da drauf kommen die Mandarinchen. Man kann natürlich auch Kirschen nehmen, schmeckt auch sehr gut. Oder auch Äpfel. Ich nehme heute Mandarinchen. Jetzt verteile ich das einfach hier auf das Blech. Die Teigmasse habe ich jetzt schön verteilt. Jetzt kommen die Mandarinchen drauf. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier 3 Dosen genommen. Kann sein, dass ich nicht alles nehme. Jeder muss selber wissen, wie viel er nimmt. Mehr oder weniger. Man kann auch Kirschen nehmen. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen, Ober-Unterhitze, für 180 Grad, ungefähr halbe Stunde. Also ich schaue mal jetzt, ungefähr so sieht er aus, jetzt nach 20 Minuten. Jetzt braucht er noch ungefähr 10 Minuten. Ich glaube, mein Kuchen ist jetzt fertig.
Schauen wir nach. Ja, jetzt tue ich erstmal testen mit so einem Zahnstocher. Ja, ist trocken, er ist fertig. Ich hole ihn jetzt raus. So, ich starte jetzt das durch. So. Ein paar Stückchen zeigen, wie es aussieht. Mein Lebkuchen mit Mandarinen ist jetzt soweit fertig. Der ist ganz schnell zu machen, schmeckt ganz lecker. Man kann ihn auch mit Streusel machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.